Hallo Dino und Dina. Was habt ihr heute vor? Habt ihr Lust, das Dino-Rad zu drehen und zu sehen, was wir heute tun? Na dann. Oh, wir werden heute Farben lernen. Und wir werden das tun, während wir einen schönen Muttertagsblumenstrauß pflücken. Ich frage mich, wo wir das tun werden. Ah, natürlich, im Garten. Auf geht's, Dino und Dina. Hallo, Dino und Dina. Was habt ihr jetzt vor? Oh, ihr möchtet einen schönen Blumenstrauß zum Muttertag pflücken? Das ist aber sehr nett von euch. Während wir das tun, können wir Farben lernen und die Namen von Blumen. Dina, magst du die Blumen halten, während Dino sie pflückt? Großartig! Okay, auf geht's! Wow, diese Blumen sind wunderschön. Wisst ihr, wie sie heißen? Das sind Rosen. Und schaut die schöne Farbe. Kennt ihr den Namen der Farbe? Du hast recht, Dino. Die Rosen sind rot. Lasst uns eine pflücken. Passt auf, dass ihr die Wurzel nicht beschädigt, sonst kann sie nicht wieder wachsen. Großartig. Lasst uns weitere Blumen suchen. Schaut euch die an. Die sind auch sehr schön, oder? Beginnen wir mit der Farbe. Weiß einer von euch, wie sie heißt? Du hast recht, Dina. Diese Blumen sind weiß und sie heißen Lilien. Blumen, die aussehen wie Glocken. Vielleicht hilft uns das, den Namen herauszufinden. Aber zuerst, diese Blumen haben die gleiche Farbe wie der Himmel. Dino, weißt du, welche Farbe der Himmel hat? Das ist perfekt, Dino. Der Himmel ist blau. Genau wie die Blumen. Sie sind geformt wie Glocken. Was meinst du, wie sie heißen? Das ist richtig, Dina. Das sind Glockenblumen. Unser Blumenstrauß wird wirklich toll. Mal schauen, ob wir noch mehr finden. Ich glaube, ihr kennt diese Blumen, nicht wahr? Ihr habt recht, das sind Tulpen. Und welche Farbe haben sie? Du hast schon wieder recht, Dino. Sie sind rosa. Jetzt nur noch eine Blume und unser Blumenstrauß ist fertig. Schaut mal, Leute. Die Blumen wachsen mitten auf der Wiese. Welche Farbe haben sie? Du hast recht, Dina. Sie haben die gleiche Farbe wie die Sonne. Und die Sonne ist gelb. Wir haben jede Menge gelbe Blumen gefunden. Sie heißen Löwenzahn. Gut gemacht, ihr beide. Jetzt haben wir einen ganzen Blumenstrauß. Lasst uns die Blumen wiederholen. Wir haben eine rote Rose, eine weiße Lilie, eine blaue Glockenblume, eine rosa Tulpe und zum Schluss einen gelben Löwenzahn. Ihr habt wirklich einen schönen Blumenstrauß gepflückt. Tschüss, Dino und Dina. Tschüss alle zusammen. Fröhlichen Muttertag. Hallo, Dino. Hast du Lust, das Dino-Rad zu drehen, um zu sehen, was wir heute tun? Na dann. Oh, wir werden Farben und Zahlen lernen. Und wir machen es beim Ostereiersuchen. Ich frage mich, wo die Eier sein werden. Ah, die Suche wird auf dem Spielplatz starten. Auf geht's, Dino. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Beginnen wir mit der Ostereiersuche.
Also, wo könnte das erste sein? Teilt euch auf, dann seid ihr schneller. Gut gefunden, Dino. Ei Nummer 1 ist rot. Du hast es, Dina. Ei Nummer 2 ist grün. Ihr zwei macht das wirklich toll. Ei Nummer 3 ist gelb. Vielleicht solltet ihr anhalten und schauen, ob das Ei zu euch kommt. Da ist es ja. Ei Nummer 4 ist blau. Ein Ei sollte noch irgendwo zu finden sein. Da ist das letzte. Ei Nummer 5 ist weiß. Sollen wir wiederholen, was wir gelernt haben? Ei Nummer 1 ist rot. Ei Nummer 2 ist grün. Ei Nummer 3 ist gelb. Ei Nummer 4 ist blau. Ei Nummer 5 ist weiß. Da haben wir sie alle. Das habt ihr toll gemacht, ihr zwei. Tschüss, Dino und Dina. Tschüss alle zusammen. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig! Also, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir sehen, worüber wir heute etwas lernen. Schaut, es ist das Formenfeld. Mal schauen, wo das nächste Rad anhält. Wir gehen Schlittschuh laufen. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was die Schneeflocke bedeutet. Wir gehen Schlittschuh laufen auf der Eisbahn, um Formen zu lernen. Weißt du, wie man Schlittschuh läuft, Dino? Keine Sorge, Dino. Dina wird es dir beibringen. Als erstes müssen wir unsere Schlittschuhe anziehen. Schaut mal. Grüne Schlittschuhe für Dino und blaue für Dina. Wow, ihr seht beide so cool aus. Gehen wir zur Eislaufbahn und schauen wir, welche Formen wir lernen können. Ups, vorsichtig, Dino. Das Eis ist sehr rutschig. Keine Sorge, Dino. Dina bringt dir Schlittschuh zu laufen wie ein Profi bei. Seid ihr bereit, eure erste Form zu lernen, Dinosaurier? Okay, dann beginnen wir mit dem Eislaufen. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt einen Kreis gemacht. Sollen wir noch eine Form machen? Okay, 1, 2, 3, los! Schaut, es ist ein Quadrat. Dino, Dina, meint ihr, ihr könnt noch eine Form machen? Na dann, auf geht's! Es ist ein Dreieck. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute drei Formen gemacht.
Könnt ihr euch noch erinnern, was das für welche waren? Aha. Das ist richtig, Dina. Ihr habt einen Kreis gemacht, ein Quadrat und dann? Ja, Dino, ein Dreieck. Gut gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hast du Lust, mit Dina Verstecken zu spielen? Großartig, dann fangen wir an. Wo ist Dina? Ich denke, du solltest mal hinter dieser Mauer nachschauen. Da ist sie. Gleich nochmal. Weißt du, wo sie ist, Dino? Du hast recht. Sie könnte in einer dieser Schachteln sein. Versuch eine andere Schachtel, Dino. Gut gemacht, Dino. Auf geht's, Dina. Such dir ein anderes Versteck. Hast du schon eine Idee, Dino? Schauen wir uns den Müllcontainer mal etwas genauer an. Da ist sie ja. Auf geht's, einmal noch. Wo ist Dina? Aber natürlich, Dina könnte in einem der Büsche sein. Wir haben dich gefunden, Dina. Wir hatten heute viel Spaß, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Genießt ihr den sonnigen Tag heute? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Okay, Dinosaurier. Dino, würdest du den Knopf drücken am Dino-Rad und herausfinden, was wir heute lernen werden? Oh, wie aufregend! Es ist das Farbenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir werden etwas anmalen. Ich frage mich, wo? Dina, sieht das nicht aus wie ein Bild von deinem Haus? Ich denke, das heißt, wir werden etwas über Farben lernen, während wir dein Haus anmalen, Dina. Ist das nicht cool? Okay, Dinosaurier. Holen wir uns Farben und Pinsel und fangen an. Wow, schau dir all die tollen Sachen an, die wir hier haben, um dein Haus anzustreichen, Dina. Wir haben Farben, wir haben Pinsel und sogar Rollen. Großartig. Dann fangen wir an. Wow, Dina. Dein Haus braucht auf jeden Fall eine Schicht Farbe. Magst du die erste Farbe aussuchen, Dina? Weißt du, was das für eine Farbe ist, Dino? Das ist richtig. Dina hat Orange für die Wände ausgesucht. Hast du Lust, die nächste Farbe auszusuchen, Dino?
Dina, kannst du uns sagen, welche Farbe Dino ausgesucht hat? Das ist richtig, Dina. Dino hat blaue Farbe für das Dach ausgesucht. Also, wie wäre es jetzt, wenn wir die Eingangstür streichen? Also, du würdest sie gerne rosa anmalen, damit sie zu dir passt, Dina? Okay, dann tun wir das. Schau dir das an. Du hast jetzt eine rosa Tür, Dina. Okay, Dino, du darfst als letztes entscheiden. Welche Farbe sollen wir benutzen? Oh, also du möchtest etwas in deiner Farbe anmalen, Dino? Und könnt ihr beide mir sagen, was für eine Farbe das ist? Das ist richtig. Dino hat die hängenden Blumenkörbe gelb angemalt. Wir haben Orange für die Wände benutzt, Blau für das Dach, Rosa für die Tür und Gelb für die hängenden Blumenkörbe. Das war's, Dina. Dein Haus ist fertig. Gut gemacht, Dinosaurier. Was für einen tollen Tag wir heute hatten. Vielen Dank für die Hilfe beim Farbenlernen, Dinosaurier. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina, wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig, also ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir finden heraus, worüber wir heute etwas lernen werden. Schaut, das Formenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir werden Züge benutzen. Ich frage mich, wo? Wir werden Züge im Park benutzen, um Formen zu lernen. Schaut mal, Dinosaurier. Wir werden Fernbedienungen benutzen, um die Züge zu steuern. Wie cool ist das denn? Okay, auf in den Park zum Formen lernen. Bereit? Schaut, Dinosaurier. Da ist ein blauer Zug und ein orangener Zug. Seid ihr bereit für eure erste Form, Dinosaurier? Okay, Dino, warum fängst du nicht an? Wow, perfekt, Dino. Du hast einen Kreis gemacht. Sollen wir versuchen, eine weitere Form zu machen? Okay, Dina, du bist dran. Schaut, es ist ein Dreieck. Dino, Dina. Meint ihr, ihr könnt noch eine Form machen? Okay, dann macht mal. Ihr habt zwei Quadrate gemacht, Dino und Dina. Gut gemacht. Ihr habt heute drei Formen gemacht. Könnt ihr euch noch erinnern, welche? Das ist richtig, Dina. Ihr habt einen Kreis gemacht. Ein Dreieck. Und dann? Ja, zwei Quadrate. Gut gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, wie geht es dir? Hast du Lust, ein Blasenschießspiel zu spielen? Großartig, dann fangen wir an. Drück den Knopf, dann fällt ein Ball herunter. Rot. Triff die roten Blasen mit dem roten Ball.
Gut gemacht, Dino. Gelb. Triff die gelben Blasen mit dem gelben Ball. Zielen und Feuer. Toll gemacht, Dino. Grün. Triff die grünen Blasen mit dem grünen Ball. Nein, tut mir leid, Dino. Das waren die blauen Blasen. Versuch es noch einmal. Grün. Zielen. Feuer. Super, Dino. Blau. Triff die blauen Blasen mit dem blauen Ball. Guter Schuss, Dino. Orange. Triff die orangenen Blasen mit dem orangenen Ball. Toll gemacht, Dino. Wir hatten so viel Spaß und haben so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Rot. Gelb. Grün. Blau. Orange. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hast du Lust, heute etwas über Farben zu lernen? Großartig. Dann fangen wir an. Orangener Krebs. Schau mal bei diesen Steinen dort. Das ist fantastisch, Dino. Wir haben einen orangenen Krebs gefunden. Lass uns weiter spazieren und schauen, welche Farben wir noch am Strand entdecken können. Das ist fantastisch, Dino. Wir haben einen blauen Eimer und Schaufel gefunden. Meinst du, wir finden noch eine andere Farbe hier am Strand? Schau, Dino, da ist Dina. Und neben ihr liegt ein gelber Volleyball. Hast du Lust, Volleyball mit Dina zu spielen? Hast du genug Volleyball mit Dina gespielt, Dino? Großartig. Dann lass uns weitergehen. Das ist großartig, Dino. Wir haben eine rosa Muschel gefunden. Und schau, da ist eine rosa Perle drin. Lass uns weitergehen und schauen, welche Farben wir noch am Strand finden. Wir haben eine Palme gefunden. Und sie trägt grüne Kokosnüsse. Denkst du, du kannst eine herunterschütteln? Schau, Dino, grüne Kokosnüsse. Perfekt, Dino. Du hast heute viel über Farben gelernt.
Sollen wir sie wiederholen? Orangener Krebs. Blauer Eimer und Schaufel. Gelber Volleyball. Rosa Muschel. Grüne Kokosnuss. Tschüss, Dino. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.